Hallo liebe Tennisfans, ich bin's wieder, euer Markus von All About Tennis. Wie versprochen, hier das zweite Video zur Positionierung. Und zwar geht's diesmal ums Netz, wie ich mich am Netz am besten hinstelle, um den Platz perfekt abzudecken. Das letzte Mal haben wir ja über die Grundlinie gesprochen und das möchte ich jetzt auch ein bisschen miteinander vergleichen. Ich habe hier wieder den Platz, so wie letztes Mal auch. Wir haben hier wieder den Punkt, wenn der Gegner praktisch aus der Mitte des Feldes spielt, dann positioniere ich mich natürlich auch in der Mitte des Feldes, um den Platz perfekt abzudecken. Spielt jetzt wieder gar keine Rolle, ob ich mich sehr nah ans Netz stelle, ein bisschen weiter weg oder an die Grundlinie. Das ist immer die Mitte hier, die grünen Punkte. Und damit möchte ich wieder vergleichen, diesen Ball, wenn der Gegner praktisch aus der Ecke spielt, 1 Meter entfernt von der Seitenlinie und 1 Meter hinter der Grundlinie. Der Longline-Ball ist wieder 1 Meter entfernt praktisch, fliegt er parallel zur Außenlinie nach hinten. Das heißt, hier habe ich immer den gleichen Abstand zur Außenlinie. Aber der Crossball, um den geht es eigentlich wieder hauptsächlich. Und gerade wenn ich am Netz bin, muss ich auch immer mit einem Kurzcross-Passierball rechnen. Langcross zu passieren wäre ziemlich dumm, weil wenn ich einen langen Crossball spiele, dann ist er viel näher hier am Netzspieler dran, also komme ich eigentlich kaum vorbei mit einem langen Crossball. Also schauen wir uns da hauptsächlich eigentlich diesen Kurzcross-Passierball an und diesen Longline-Ball. Beide Bälle springen wieder 1 Meter entfernt von der Außenlinie, der natürlich weiter vorne, weil er ja Kurzcross ist. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Grundlinienball, dann sehen wir, dass der Kurzcrossball hier so weit außerhalb des Feldes ist, da hinten, ja, wenn ich hinter der Grundlinie stehe. Ja. Der Longlineball ist hier 1 Meter entfernt und hier 1 Meter entfernt von der Außenlinie, also immer gleich. Aber der Crossball ist hier ganz außen, ja, weit außerhalb des Feldes an der Position. Aber wenn sich dieser Ball noch hier vorne überm Netz befindet, dann ist er noch weit innerhalb des Feldes. Ja. Also ist es richtig, wenn ich an der Grundlinie stehe, sehr weit da drüben zu stehen, versetzt. Wenn der Ball aus der Ecke kommt, stehe ich versetzt in der anderen Ecke, weil der Crossball mich aus dem Feld raustreibt. Aber am Netz vorne ist dieser Ball noch weit in der Mitte. Und deswegen stehe ich hier auf der anderen Seite wie an der Grundlinie. Ja. Also kann man sagen, an der Grundlinie immer versetzt in der anderen stehen, am Netz immer in derselben Seite stehen, wo der Ball herkommt. Ja. Sozusagen, wenn ich ans Netz laufe, immer dem Ball hinterherlaufen. Wobei auch da die Position natürlich wichtig ist. Ich kann nicht einfach ungefähr auf diese Seite laufen. Es hängt da davon ab, wie weit ich den Gegner raustreibe. Und da brauche ich halt schon ein bisschen so auch Vorstellungskraft, dass ich diese beiden möglichen Passierbälle eben einschätzen kann, wo die entlang fliegen. Aber wir sehen hier einfach, wenn wir uns das anschauen, dieser Kurzcross-Passierball ist hier ja noch ja, so 1,5 Meter hinterm Netz, wenn ich mich positioniere, dann ist dieser noch ja, gut 2,5 Meter entfernt von der Außenlinie. Der Longline-Ball ist aber immer 1 Meter entfernt. Ja, das heißt, der Weg zu diesem Ball, wenn ich in der Mitte stehe, ist viel kürzer. Ja, und hier wäre er viel länger. Also wäre es Unsinn, in der Mitte zu stehen, weil dann würde ich Longline jeden Ball vorbeikriegen. Und das ist auch das, was ich feststelle oft bei meinen Schülern. Die gehen ans Netz, greifen in die Ecke an und ich kann immer Longline passieren und er hat keine Chance mehr. Deswegen da aufpassen, immer in die Seite zu gehen, wo ich hin angreife. Dann möchte ich hier das nochmal vergleichen. Und zwar, wie beim Grundlinienball auch, nehmen wir hier wieder dasselbe Muster. Jetzt spielt der Gegner von noch ein bisschen weiter außen, also nicht mehr 1 Meter innerhalb des Feldes, sondern 1 Meter außerhalb des Feldes, aber wieder 1 Meter hinter der Grundlinie. Und dann ist es so, wenn wir hier diese zwei Bälle vergleichen, also diesen Longline-Ball, der fliegt nicht mehr parallel zur Linie, sondern der fliegt eben von außen nach innen. Und hier diesen Kurz-Crossball wieder, diesen Lang-Crossball, den brauchen wir mal nicht betrachten, weil kein Mensch würde Lang-Cross passieren.
weil er dann niemals an einem Netzspieler vorbeikommt. Dann sehen wir hier, dass der Longline-Ball eben hier zur Mitte hinfliegt, ja, wenn wir das vergleichen. Der ist sehr, sehr weit hier drüben und der Crossball sehr weit nach außen. Aber wenn wir uns das Netz anschauen, dann ist der Longline-Ball sehr, sehr weit außen hier. Ja. Nicht wie gerade eben einen Meter innerhalb immer, sondern er ist ja, fast über der Seitenauslinie. Und der Crossball ja, ist sehr, sehr weit in der Mitte. Das heißt, je weiter wir den Gegner rausjagen, umso weiter außen kann er passieren und ich muss immer weiter rüber rücken. Ja, das heißt, deshalb ist meine Position hier noch weiter hier drüben, also da, wo der Ball herkommt, um diesen Longline-Ball ganz außen abzufangen. Und der Crossball ja, muss sehr weit über die Mitte, also brauche ich hier diese Ecke nicht mehr decken. Da müsste der Gegner schon 1,5 Meter hinter das Netz spielen, das geht nicht, da muss er einen Stopp spielen. Oder so weich, dass ich den Ball erlaufen könnte. Dann, wenn wir das wieder damit vergleichen, dass er von weiter vorne passiert, ist es so, dass der Longline-Ball identisch ist. Ihr seht, der ist direkt neben, neben der roten Linie. Deshalb müsste ich von dem, wenn ich jetzt ausgehe, meine Position gar nicht ändern. Aber der Crossball ist es wieder, den wir anschauen müssen. Der Crossball, der ändert sich. Und zwar an der Grundlinie eben geht er noch weiter raus, aber am Netz ist es genau andersrum. Nachdem er gesprungen ist, dieser grüne Crossball, ist er weiter außen wie der rote, aber bevor er aufkommt, ist er weiter innen wie der rote Ball. Ja, nur weil die Position weiter vorne ist, ändert sich das. Das bedeutet, wo ich hier bei der grünen Position weiter außen stehe, stehe ich hier weiter auf der linken Seite. Ja. Also es ist genau umgekehrt, weil der Ball hier exakt über die Mitte fliegen muss, um da außen zu springen. Also hier gehe ich praktisch noch weiter nach außen, wenn der Gegner von weiter vorne schlägt. So gesehen könnte man jetzt ja sagen, ja, perfekt, dann muss ich am besten kurz angreifen, sodass der Gegner von der T-Linie passieren muss. Und rein theoretisch ist das auch nicht unbedingt falsch, weil diese Bälle ja praktisch weiter, die grünen Bälle weiter zusammen sind, ja, und die roten weiter auseinander. Also ich muss weniger des Platzes abdecken, wenn ich kürzer angreife. Ja. Ist aber auch ganz logisch eigentlich, wenn ihr denkt, der Gegner passiert jetzt und ihr stellt euch 1 Meter vor den Gegner und der passiert rechts und links, ja, dann kann er noch nicht weit auseinander spielen. Ne? Dann habt ihr die beiden Bälle locker. Und mit jedem Meter, den ihr zurückgeht, fliegen die Bälle weiter auseinander. Ja. Der Nachteil ist natürlich der, dass ihr weniger Zeit zu reagieren habt. Ja. Also wenn ihr euch direkt vom Gegner stellt, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Reaktion mehr zeigen und der Ball wird vorbei sein. Aber theoretisch, wenn es einem gelingen würde, so einen unglaublich guten, flachen, kurzen, unangenehmen Ball zu spielen, dass der Gegner nicht mehr vernünftig schlagen kann, könnte man das Feld so am besten abdecken. Ja. Bloß wenn der Angriffsball nicht unglaublich ist, dann wird er einen einfach passieren oder auch so schnell auf den Körper schießen, dass es wiederum ja, eher unrealistisch ist, so einen kurzen Angriffsball zu spielen. Aber rein theoretisch ist es so, ja, dass ich weniger bei diesem grünen Ball weniger Platz abdecken muss, wie bei diesem roten Passierball da. Ihr seht auch schon, dass ich die Positionen nicht nur seitlich geändert habe, sondern hier bei der roten stehe ich ein bisschen weiter hinten wie bei der grünen. Und hier ist der rote Punkt auch ein bisschen weiter hinten wie der grüne Punkt. Aber dazu möchte ich dann beim nächsten Video kommen. Und das ist vielleicht ja, das, was die meisten noch nicht wissen, auch die erfahrenen Spieler nicht so. Und das wird, denke ich mal, ganz interessant werden. Und deshalb, ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich. Tschüss.